Herzlich willkommen zurück zu einer Ich neuen hoffe, das Folge bringt was. von Baldur's Gate 2. Ich glaube, die Trolle haben wir jetzt hier alle erledigt, so wie es aussieht. Schön, schön. Genau, waren nur die zwei Sachen, die wir hier plündern konnten. Stimmt, hier drin rasten ging ja auch nicht. So. Armbänder der Bogenschützen. Ja, wie gesagt, theoretisch. Aber es geht halt die Rüstungsklasse so extrem nach oben, dass es mir dann die zwei Dings nicht wert. Die zwei Ersparnis. Oder Verbesserung auf den Angriffswert. Okay. Da ging es, glaube ich, raus, ja. Ich glaube, dann rasten wir hier draußen. Das erzähle ich nochmal kurz. Und es geht bei Nacht weiter. Auch okay. So, der nächste Troll. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Ja, ha. Hört bloß auf, ihr Tölpel! Ihr packt mich ja völlig falsch an! Gut gemacht. Ich komme bei dir aber langsam echt in Bedrängnis, was Pfeile angeht. Madame. So. Also die Welt, dass wir nochmal zurückreisen. Nächster Troll. Das gefällt mir gar nicht. Das sollte nicht sein. Sehr schön. Nur haben wir aber hier noch ein bisschen, ne? Wo wir uns dann umschauen können. Gut, hier ist erstmal nicht so viel. Alles klar. Hi. Oh. Ja, jeder Magier, Kämpfer. Auch eine Abenteuergruppe. Ich helfe euch mal kurz, ne? Für die Gefallenen! Findest du unnatürliche Kreaturen? Okay. Die gehört aber zu denen. Das ist jetzt nicht so praktisch. Na gut. So, na, den haben wir fast platt. Aber ich glaube, ohne uns wären die relativ aufgeschmissen hier, ne? Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. So. Na komm. Ja, endlich mal wieder Pfeile. Ja? Gut, dass der auch drauf gegangen ist. Ich befürchte, es war nur plus 1. Ja, naja, besser als nix. Ja,
So, damit wird er auch platt. Für den Hain, alle... Okay, und jetzt... Was, die hat mir gerade XP geklaut, blöden Trolle. Naja, dann. Erstmal den Magier umhauen. Das hatte ich befürchtet. Na gut, die kriegen wir ja ganz gut platt. Mein Bruder ist ein Hackmeister, plus 12. Ich helfe, wo immer ich kann. Gut, schauen wir uns die beiden Sachen mal noch an. Ja, Lederrüstung plus 1. Ja, kannst du noch nicht mal tragen. Ja, die Sch... Warte mal. Ich glaube, das ganze Geld hat jetzt der andere. Ja, okay. So viel habt ihr nicht abgekriegt. Das sollte passen. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Okay, aber ich glaube, dann müssen wir uns wirklich darauf einstellen, dass eigentlich alles feindlich ist irgendwie. Kein Problem. Hauen einfach mal alles weg. Gut, dann hätten wir unsere Leute wieder. Ist schon geschehen. Schattendruide. Ich speichere Mappe, die wir wahrscheinlich auch Stress machen, ne? Das sind einige. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Wer unbekümmert ist, um hier wandern durch die Weiten der großen Mutatur, wird nicht ungestraft bleiben. Die greift auch an, ja. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet. Wie kann ich helfen? Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Was hältst du denn von der Runde? Welchen Schaden? Ich hoffe, das bringt was. So, na gut, ihr kommt dann doch raus, aber zumindest werdet ihr schon mal ein bisschen angeknuspert da drin. Weißt du was? Du kannst dann auch nochmal nachlegen. Und die vielleicht so ein bisschen am Zaubern hindern. Passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. So. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Wir haben gekämpft, wie unsere Herrin es uns befohlen hat. Jetzt hören wir auf, um in die Welt zurückzukehren und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn du es halt überlebst. Sag mir, was zu tun. Ich kümmere mich drum. Tja, dumm gelaufen. Alles klar. Aber das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und dann können wir halt auch gleich nochmal eine Runde rasten hier. Aber erstmal gucken, was ihr dabei habt. Na? Nichts. Blöde, materiallose Druiden. Oder nichts an Material. Die haben ja nichts an materiellen Werten.
Bringt überhaupt nichts, sie zu plündern. Okay. Dann töten wir das. Warte mal, hier geht es noch weiter. Lass uns mal da hochgehen. Mal schauen, wo das so hinführen mag. Ach, so ein Fasan. Oh, wohnt hier jemand? Adratas Hütte. Hm. Okay, das scheint ja vielleicht ganz freundlich zu sein. Da ist Adrata und der Fasan. Ist schon geschehen. Ich loote erstmal. Werde ich gebraucht? Ich werde tun, was ich kann. So, scheinbar keine Fallen. Ja. Sehr gut. Gib mal gerade das Zeug da ab. So, schön. Dann sind wir jetzt wieder ein bisschen besser versorgt. Hm. Und dann waren, glaube ich, noch ein paar Bolzen drin, ne? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Ja. Noch mal kurz reinschauen, aber das passt schon. Gut. Ich warte. Ich bin dabei. Dann schauen wir mal, was du so hast für uns. Gucken, dass alle den Weg hier runtergefunden haben. Na, ihr seid aber alle große Männer. Ihr habt den Gestank dieser dreckigen Djinn an euch. Ich weiß, weswegen ihr gekommen seid. Ah, bist du die, die wir suchen? Ihr seid Narren, wir werden euch verschlingen. Okay? Dann, okay, du kriegst Unterstützung. Gucken wir mal, wie es läuft, ansonsten lade ich nochmal einen neuen Buffer halt. Vorher. Okay, geht aber. Ja, ich nehme mal den Kopf mit. Normales Langschwert. Ich helfe, wo immer ich kann. Was ist denn das für ein Amulett? Gegen Gift. Hat irgendjemand noch kein Amulett von euch? Du wahrscheinlich, ne? Sadat und ja. In Ordnung. Schauen wir, was ihr so drauf habt. Im Namen meines Vaters. Warte mal. Sagt mir, was zu tun ist. Ich wechsle vielleicht gerade noch mal kurz. Ich warte. Okay, das passt. Dann hätten wir gar. Also, ja, brauchen wir gar nicht buffen, so wie es aussieht. Schön weiter draufhauen. Ich glaube, den hatten wir ja schon. Hm?
Klerikerstärke plus 3. Gut, wäre für dich eine Verschlechterung. Für dich allerdings eine Verbesserung. Cool. Ja. So, dann haben wir das. Wenn es denn sein muss. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, hier nochmal schnell gerastet. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal kurz zurück und sag Bescheid, dass wir sie jetzt erledigt haben. Vielleicht ziehen sie sich jetzt ja halt zurück. Und dann können wir vielleicht auch noch anständig handeln hier drin. Würde ich nochmal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was an... Obwohl das wahrscheinlich dauern wird. Aber ja, mal gucken. Aber ja, das wird dann... Vielleicht da noch mal eine Runde handeln können. Glänzender. Das kann ja nicht schaden, denke ich. Ja, das ist ein ganz schöner Umweg, sehe ich gerade. Ich dachte, wir hätten es einfach so zurücklaufen können. Naja gut, jetzt ist es halt schon mal... Jetzt sind wir schon mal so weit. Cool. Alle da. Ich bin hier, um zu dienen. Sagt mir, was zu tun ist. Komm, der Rede wert. Dann kommt. Na gut, es sind halt noch 8 Stunden rein. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ich hoffe, das geht mal. So, Kollege. Ich kümmere mich drum. Ah, ich bemerke, dass ihr den Kopf unserer kleinen Itafer dabei habt, wie ausgemacht. Erstaunlich, selbst für einen Sterblichen. Ja, ein Krummsäbel, den ihr vielleicht gebrauchen könnt. Ich selber habe ihn einige Zeit benutzt, aber ich kann sicher auch einen anderen finden. Geht vernünftig damit um, Wanderer. Was euch betrifft, meine kleine Itafer, ihr wart wirklich ein sehr ungezogenes kleines Ding. So wie ihr uns immer entkommen seid. Was für ein tapferer Sterblicher, euch zu uns zu bringen. Kommt also, meine Dao. Wir kehren nach Kadisham zurück und leisten unseren Dienst. Cool. Dann haben wir das. Sogar 10.000 Erfahrungspunkte und halt den Säbel. Rasch das Klaue plus 2. Ja, der bringt, glaube ich, keinem so wirklich was, habe ich den Eindruck. Von daher. Ich kann dir mal ins Lager packen. Also, wenn wir nochmal zurückkommen, ins Lager packen. Ich bin bereit. So, dann sagen wir hier vielleicht gerade nochmal im Rathaus Bescheid. Ich hoffe, die sind dann auch ganz zufrieden. Schon geschehen.
Wir können dieser Tage jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Ah, ihr seid das. Ihr habt ein ziemlich heikles Problem für uns gelöst. Ob ihr euch dessen nur bewusst seid oder nicht. Diese Daojin, die ihr erledigt habt, kam kürzlich aus Kalishamir her, weil sie eine Rakashi verfolgen, wie man sagt. Sie entschlossen sich, hier einen Laden aufzumachen und fingen an, unsere Geschäfte zu übernehmen. Ja, wissen wir. Sie bestachen alle Karawanen, zu ihnen zu kommen. Ach, wir hätten die wahrscheinlich auch umhauen können, ne? Und ruinierten die Reihe, der Reihe nach alle anderen Kaufleute. Man konnte nichts machen, besonders nicht wegen der ganzen Angriffe durch die Tiere, die Fürst Koprit in Bewegung hielten. Aber ihr habt das Problem für mich gelöst und ich bin äußerst dankbar. Wenn jetzt nur noch diese Druiden genauso einfach erledigt werden könnt, dann würde Handelstreff wieder zu dem blühenden Ort, der es einmal war. Aber unabhängig davon habt ihr eine Belohnung verdient. Dankeschön. Einen guten Tag wünsche ich. Ah ja, sehr schön. Gold und Edelsteine. Schön. Gehst erst mal den Kerker. Der ist sogar magisch. Schildharmonie plus 2. Immun gegen Bezaubern, Verwirrung und Beherrschung. Sehr schön. Er würde halt hier eins. Und sonst habt ihr halt alle zwei Handwaffen, ne? Wahrscheinlich gilt es nur, wenn es wirklich ausgerüstet ist. Ja, ich glaube, ich nehme den einen Punkt Rüstungsverlust in Kauf, wenn du dafür halt nicht mehr... Ja, das ist halt schon ziemlich ätzend. Nicht mehr verzaubert wirst, großartig. Gut. Gerade bei dir ist ja, wie gesagt, sobald es dich zerlegt hat, ist ja sowieso dann gerade Ende Gelände. Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier. So, aber wir können jetzt auch handeln. Hallo, hättet ihr Lust, euch meine Ware anzuschauen? Gerne. Dann schauen wir doch mal. Gut, die kann halt, ist auch nicht so unglaublich viel wert. Die Gnadenritter würde ich dann noch behalten. Hast du noch was loszuwerden? Den Schild. Zauber. So, du kannst die beiden noch abgeben. Wie gesagt, das bringt mir halt jetzt auch nicht so viel. Von daher. Eine Mirror plus 2. Ich glaube, die kann auch weg, oder? Ich schau lieber nochmal. Du hast aber halt auch, ja. Nichts Interessantes, also halt nur Zeug, mit dem ich mittlerweile nichts mehr anfangen kann. Ah, du kannst aber auch heilen. Und Fluch brechen. Na gut, immerhin. Ach so, wegen des Dolches, ja. Na gut, nee, dann ist ja gut, dass ich nichts verkauft habe. Allerdings, ja, ist das halt doch, macht halt bis weniger Schaden, mal deutlich bessere Trefferchancen. Sonst kann es, glaube ich, auch keiner großartig nutzen, ne? Nee. Gut, dann kommt das weg. Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier.
Ah, jetzt haben wir wieder schön Geld. Nicht schlecht. So, noch mehr Händler hier. Questtor, Tempel. Schenke. Schmiede. Oh, ihr habt da wohl noch Viecher hier draußen, wie mir scheint. Oder halt vor der Tür. We only seek to know if you have truly fallen away. You risk injury if you come any closer, my misguided friend. Sagt uns die Wahrheit, Bruder. Wir werden euer Spielchen müde. Okay. Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern. Ein Seelenmönch. Alles klar. Mein Kopf. Was ist hier eben passiert? Verrat, das ist hier passiert. Ihr habt einen der euren bekämpft. Ihr war einer von uns, aber nun nicht mehr. Wer seid ihr? Wir sind die Mitglieder des Sonnenseelenordens, Anbeter der Mondmeint, Selune. Fahrt fort. In jüngster Zeit hat sich ein neuer Kult von unserem Rivalen des dunklen Mondordens abgespalten. Angeführt von einem Mann namens Kollus Darathon. Darathon? Er predigt die Irrlehre des dunklen Mondes. Unsere Gebieterin Selune und die Schar des dunklen Mondes seien zwei Aspekte derselben Göttin. Welch ein Unsinn. Die eine ist die Göttin der Dunkelheit, die andere die Göttin des Lichts. Ich wünschte, Razad würde die Dinge so klar sehen wie ihr. Ich bin mir sicher, er wird den Fehler seines Weges rechtzeitig bemerken. Lebt wohl. Oh, okay. Ja, wurde tatsächlich auch schon, also vor etlichen Folgen jetzt, aber gerade erst kommentiert, dass ja doch einige der Begleiter aus dem ersten Teil hier wieder auftauchen. Ist scheinbar, wie gesagt, wohl auch es ist doch immer wieder interessant, einige die eifrigsten Baumeister der Städte ihre Werkzeuge und Formen der Natur abschauen. Ja, einige halt eben auch über die Enhanced Edition, wahrscheinlich auch hier Razad, dadurch, dass halt die Dialoge auf Englisch waren, über die Sprachausgabe. Aber ja, ansonsten gehe ich, glaube ich, jetzt als erstes mal zur Schmiede, dann können wir uns hier unten vielleicht nochmal ein bisschen umschauen. Aber erstmal möchte ich gucken, ob ihr interessante Waren habt. Geld haben wir jetzt ja wieder. Nun, ihr seht mir, wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Ihr scheint mir gerade zu Ordnung zu sein. Ihr braucht wohl oft recht oft einen Schmied, ne? Rüstung und so. Na gut, ich werde euch meine Waren verkaufen, wenn ihr interessiert seid. Alles klar. So, das ist doch schon mal eher was. Was kannst du denn an Rüstung tragen davon? Nichts. Auch du könntest sogar mit dem Krummsel was anfangen, aber... Gut. Du hast plus zwei Pfeile auf jeden Fall. Ist nicht so unglaublich günstig, aber hey. Schaden kann es ja nicht. Ja, ich glaube, eine Packung Kugeln würde ich auch nochmal mitnehmen. Du hast, glaube ich, jetzt die Pfeile auch gekauft, ne? Ja, schauen wir gleich mal. Ja. Und noch Zauber, die du nicht kennst. Für dich auch? Nee.
Probe der guten Erzmagier. Ich glaube, die ist halt auch ziemlich... Also das wäre Rüstungsklasse 5. Ich glaube, ich werde mir die jetzt mal gönnen. So, dann kannst du erstmal die Pfeile abgeben. Das nachlegen. Das lernen. Robe des Reisenden. Er hat quasi 0. Okay. Nun, ihr seht mir, wie Leute aus den Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Ich sehe aber gerade, die Folge ist auch schon zu Ende. Dann würde ich wollte nämlich eh nochmal kurz sicherheitshalber vorher speichern, um zu gucken, ob es überhaupt, also ob es wirklich was bringt. Von daher mache ich das gerade zwischen den Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.